Wenn man Leonardo DiCaprio heißt, dann kann man alles machen, auch eine Pause vom Schauspielen nehmen. Der 38-jährige Star soll so erschöpft sein, nachdem er 3 sehr intensive Filme hintereinander gedreht hat, dass er im Moment nur an eine lange Pause denken kann. Und was wird das beinhalten? Zu Beginn will er nur seine Freunde einladen, über unwichtige Dinge tratschen und sich wie ein kompletter Idiot aufführen. Er sagt, das ist wie eine Therapie. Aber er wird nicht nur pokern und lange schlafen. Während seiner Auszeit plant Leo auch, sich seiner anderen Leidenschaft zuzuwenden, der Umwelt. Ja, er chattet immer noch um die Welt und versucht, Gutes zu tun und die Menschen über die Wichtigkeit von Solarzellen und elektrischen Autos aufzuklären. Und wenn er dann wieder ein bisschen Ruhe hat, wetten wir, dass er auch ein bisschen Zeit mit ein paar von den schönen Frauen, mit denen er sich umgab, verbringen wird. Die sind sicher gut zum Entspannen.